So, meine Lieben, herzlich willkommen zum ersten Mystery auf diesem Kanal. Ihr seht hier jetzt schon verschiedene Wollfarben, weil Arten sind es nicht, das ist im Prinzip alles dasselbe. Und zwar haben wir hier 100% Baumwolle. Ich habe ein Creme, ein Grün, ein Gelb und ein ganz wunderbares Rosé. Grün und Gelb ist ein Muss. Das wäre wirklich ideal, wenn ihr Grün und Gelb habt. Da könnt ihr jede Abfärbung nehmen, wie ihr wollt. Das heißt heller, dunkler, wie ihr lustig seid. Grün und Gelb sind ein Muss. Die zwei Farben hier außen, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne mögt. Da könnt ihr alle möglichen Farben kombinieren. Kleiner Tipp, nehmt nichts Dunkles. Also, was könnt ihr nehmen? Rot, Weiß, helles Blau, alles, wonach euch der Sinn und steht, wie ihr wollt. Ich verlinke euch alle Wollen, die ich hier liegen habe, unten in die Infobox, falls ihr das genauso machen wollt. Also Grün und Gelb ein Muss. Hier außen die zwei, die könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt, nach was euch der Sinn steht. So, dazu brauchen wir ein bisschen Füllwatte und die Häkelnadel 2, eine Schere und einen Maschenmarkierer. Mehr brauchen wir für unser Mystery nicht. So, das Ganze läuft jetzt so, dass ich jetzt jede Woche ein Stück von dem Mystery hier reinstelle. So sind dann, können dann alle gleich mitmachen. Das heißt, die, die schnell häkeln, die haben es dann das Stück. Ach, ihr braucht dann nicht lange für. Maximal 2-3 Stündchen pro Teil. Also mehr braucht ihr da wirklich nicht. Und dann die, die etwas langsamer häkeln oder die nicht immer gleich dazukommen oder. So können alle gleich mitmachen. Und wenn ihr wollt, das müsst ihr mir aber sagen, wie ihr dazu steht, wie ihr das haben wollt, können wir am Ende von dem Mystery die Fotos einsammeln und ich mache dann ein Video, wo wir alle unsere wunderschönen kleinen Mysteries sehen. Weil dadurch, dass wir uns ja die zwei Farben aussuchen können, ist ja, das sieht ja jedes Mystery anders aus. Weil ihr könnt sie ja wirklich kombinieren, die zwei Farben, wie ihr lustig seid. Und damit hat jedes Mystery eine andere Optik. Und da könnt ihr euch halt auch überlegen, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Wollt ihr ein gemeinschaftliches Video oder wollt ihr es nicht? Zugeschickt werden die Bilder dann über Facebook, Instagram und eine extra dafür angelegte E-Mail-Adresse. Die ist dann nur für dieses Mystery und nach dem Mystery wird die E-Mail dann auch gelöscht. Die ist dann wieder weg. Da lasst sich mal unten in der Infobox wissen, ob ihr daran Interesse habt oder nicht. So, und ab jetzt jede Woche ein Video zum Thema Mystery. Und es freut mich wirklich wahnsinnig, dass so viele von euch gesagt haben, ja, ich mache da mit. Das interessiert mich mal, ich will das mal ausprobieren. Das freut mich mega. Dafür möchte ich euch auch schon mal ein ganz dickes Dankeschön sagen. So, meine Lieben, ich beende jetzt hier an der Stelle das Video. Die vier Sorten verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr die Farben auch benutzen wollt. Ansonsten Grün und Gelb sind ein Muss. Die Farbabstufung könnt ihr euch aussuchen, wie ihr lustig seid. Ob ein helles Grün, ob ein bisschen dunkler, ob ein dunkles Grün, sieht alles toll aus. Genauso wie mit dem Gelb. Ich habe jetzt hier ein Maisgelb und kein richtiges Sonnengelb. Da könnt ihr auch ein schönes Sonnengelb nehmen. Ihr könnt ein Hellgelb nehmen, ihr könnt ein richtig kräftiges Gelb nehmen. Ganz wie ihr wollt. Grün und Gelb muss. Und hier draußen sucht euch Farben aus, die fröhlich sind, die frisch sind. So ein bisschen was Nettes. Dass wir da nicht so dunkel werden. Einfach was Schönes, Frisches, Nettes. So, ich beende jetzt hier an dieser Stelle den ersten Teil und wir sehen uns nächste Woche zum zweiten Teil.